Legt er sich aber ganz schön viel rein. Ich will das jetzt alle, wenn ich am 2 haben. Ja, was soll ich dir denn jetzt sagen? Normalerweise ist er doch der bessere Schläfer. Das stimmt. Normalerweise kannst du bei ihm davon ausgehen, dass er mindestens 3 bis 4 Stunden am Stück pennt. Das stimmt. Ist auch, glaube ich, wieder eingeschlafen. Jana ist doch nur die Stundenschläferin. Das ist auch wieder wahr. Und wieder oben, die Kamera ist voll. Weil ich habe die ganz viele Videos ja noch nicht gelöscht. Ja. So. Genau, so. Ein Spielbrett, Spielvorbereitung, genau. Weil der Reis darf nachher nur 3 Scheiben ins Spiel bringen. Du willst immer nur hier. In die Löcher. In die Löcher. Willst du die Löcher, diesen einen Punkt für dich, 2, 3, 4, 5? Erkläre ich gleich dann nochmal. Für dich andersrum. 1, 2, 3, 4, 5. Also, ja, also für mich, genau. Ja, ja. Alle, die daneben sind, bleiben erstmal liegen. Nur die hier wieder oder da berühren, die kommen raus. Weil du kannst sie dann später ja noch reinschieben. Liegen irgendwann 4 Scheiben da von dir, dann musst du sie augenblicklich abräumen. Oder also wenn du Scheiben oder außerhalb wenn du, von Löchern. Genau, oder wenn du keine Scheibe mehr hast. Genau. Auf der Kippe gelten nicht als eingelocht, bis du so aus einlochst. Vom Brett geflogen war schlecht. Darf dieser seiner vom Brett geflogen direkt neu einspielen? Nach dem Spiel nochmal weiter. Wenn du vom Gegner einen vom Brett schießt, darf dieser sofort wieder einspielen. Also versuchst du den Gegner nicht rauszuschnicken. Du kannst ihn aber hier reinschnicken, dann muss er runternehmen. Und wenn sie oben sind, zählt da 2 Zusatzpunkte, genau. Kann man auch als Teamspiel spielen, deswegen ist es mega cool. Und dann können wir noch Linie machen. Linie ist 1 Zusatzpunkt, 2 Zusatzpunkte, 3, 4, 5. Vertikal 3, 3. Cross ist auch 3. Und eine Bad Line, 5 Steine nebeneinander, also so rum eine Linie, sind 2 Minuspunkte. So Linien sind okay, Diagonal ist okay, Kreuz ist okay. Genau, das erkläre ich dann kurz noch. Okay. Record. Wir spielen einen Klassiker. Achso, ich muss kurz warten, glaube ich. Nee. Nee, muss ich nicht. Wir spielen einen Klassiker. Und zwar in diesem Fall Push von Steffen Spiele. Kam raus 2001. Hat damals gekostet 70 Euro. Sehr schönes Brett. Auch wenn es 2001 rauskam, waren es sogar nochmal. Nee. Ja, ich habe es ja später gekauft, aber es kostet um die 70 Euro, als wir es gekauft haben. Oder super tolles Spiel. Ja, kann man als Partnerspiel auch spielen. Dort spielen die zwei zusammen und die zwei zusammen. Wir spielen es jetzt zu dritt, dann nicht. Ihr habt hier ganz normale Steine, die haben aber auf der einen Seite eine Einkerbung und auf der anderen nicht. Man spielt hier von seinem Spielbereich aus und versucht, die in die Löcher einzuschnicken. Wenn man das nicht genau schafft, ist das nicht schlimm. Man darf auch danach noch die Steine bewegen. Und wenn sie dann drin sind, bringen die später Punkte. Einspielen tut man immer genau 3 Stück, dann ist der nächste Spieler dran. Immer so weiter. Ich muss erst meine Steine runternehmen, sobald ich den 4. nicht einloche und da liegen 4 von mir. Dann muss ich alle 4 runternehmen. Das ist Regel 1. Wenn ich schnicke, dass er in einem Startbereich von einem Mitspieler landet, muss ich ihn sofort runternehmen. Wenn ich schnicke, dass ich einen gegnerischen Stein runterschnicke, also man darf einen gegnerischen Stein hier reinbringen, dann muss er ihn rausnehmen. Aber wenn man komplett runterschnickt, dann darf der Gegner ihn sofort wieder einschnicken. Das heißt, er kriegt einen Zusatzzug. Ist also keine gute Idee, ihn komplett vom Ding zu entfernen. Jeder Stein in dieser Reihe von mir aus gesehen, weil ich von hier spiele, zählt 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte. Wenn ich es schaffe, das kann man ein bisschen üben, aber wenn ich es schaffe durch Zufall oder wenn man es ein bisschen geübt hat, dass der Stein sich flippt und da drin landet, dann zählt er nicht nur 2 Punkte, sondern auch 2 mehr, weil man das Loch sieht, die Einkerbung. Wenn ich es schaffe, eine
Anordnung zu machen, eine Reihe, und zwar genau aus 4 Steinen, kriege ich dafür Extrapunkte. Ein Extrapunkt, 2 Extrapunkte, 3, 4, 5. Eine Reihe gerade aus 4 Steinen bringt 3, springt 3, nein, einer ja nicht. Eine Diagonale aus 4 bringt auch 3. Ein Kreuz bringt auch 3. Also es bringen eigentlich alle 3, nur die hier bringen halt das mehr, was geht. Und es gibt eine fiese Konstellation, die Minuspunkte bringt, wenn du nicht 4 hast, sondern 5. Dann gibt es 2 Minuspunkte. Also vermeide 5, mach gern 4er rein, noch besser ist 4er so, 4er diagonal oder das Cross, aber mach nicht das. Und die sind für mich wertvoller, während sie für Matthias leichter zu erwischen sind, aber für dich weniger wertvoll sind. Und das spielen wir so lang, bis alles voll ist hier in der Mitte. Lass ich soll anfangen. Ja. Nicht, das Spiel basiert übrigens, das da kann man noch erzählen, aus der Geschichte Englands im 18. Jahrhundert von einer Lady Sarah Macpherson. Die hat das erfunden. Wer liest das jetzt vor? Lass mich jetzt kurz rezitieren. Ekelhaft. Wieso kann der das so? Ja, habe ich schon gesagt, dass wir. Habe ich gesagt, dass ich das seit Jahren nicht mehr gespielt habe? Aber das stimmt gar nicht. Wir haben es letztes Mal mit Mario nicht irgendwann mal rausgekriegt. Nein, das doch. Ist das letztes Mal. Ja, vielleicht ein halbes Jahr, Jahr her. Jahr her wahrscheinlich ungefähr. Du musst das Umdrehen musst du ein bisschen mit den Löchern üben, aber es ist auch ein bisschen Glück dabei. Ja, ich übe schon. So. Warum kann er das so gut? Plank! Oh. Oh. Mit Gefühl. War doch Gefühl, ich habe einen Doppelten drin. Was willst du denn eigentlich? Na, ah, der kommt raus. Der kommt raus? Und jetzt hast du jetzt nicht 4 auf dem Brett? Ja. Das ist ärgerlich. Das Problem ist, ich habe gleich schon 4 auf dem Brett. Mhm. Du kannst, wie gesagt, auch den anschnicken und versuchen, dass einer von denen da landet. Ja, das ist natürlich eine Strategie. Ja. Kann gut gehen. Ja. Ist gut gegangen. Hast jetzt natürlich das gleiche Problem. Und die sliden auch ziemlich gut hier drüber, obwohl das hier nicht mit Pulver beschichtet ist. Muss sie rausnehmen, aber du darfst dann mal schnicken. Genau. Schnicke die Schnick. Kann man, ich weiß gar nicht, ob der Steffen wollte demnächst wieder so Bretter fertigen, also Steffen-Spiele. Hatten wir letztes Mal in Essen gefragt, er meint, muss er mal wieder welche fertigen. Aktuell hat er keine, aber der nächste Produktionswahn würde kommen. Das heißt, die kann man demnächst hoffentlich wieder bei ihm kaufen. Hm. Das finde ich, das macht Spaß. Du bist. Wir haben sehr viele Schnickspiele, die Spaß machen, weil ich bin ja sehr schnickaffin. Zum Schnickaffin. 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 Zum Leidenswesen meiner Frau manchmal, weil viele Bretter leider auch eine gewisse Größe haben. Der zählt jetzt noch nicht als drin. Jetzt zählt er als draußen. Das war schon 3. Ich guck gerade mal, ob der Steffen sich da wieder auf der Seite. Ich guck mal, ob es wirklich 3 waren. Ah, oh, das ist doch wohl. Steffen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Spiele.de ist ja so eine Seite. Och, das ist doch. Vielleicht hat das jetzt sogar schon wieder auf seiner Seite. Push! Ja. Kostet sich seit 89 Euro. Wenn der auch, dann muss ich den auch rausnehmen, ne? Also der zählt zum Rausnehmen. Das ist etwas teurer geworden als 2000 irgendwas. Ich glaube, wir haben es 2004 oder so gekauft. Kostet jetzt 89 und er hat sie wieder auf der Seite. Man kann es wieder bestellen. steffen-spiele.de. 2 waren es 80. Und wie viel kostet das? Wie viel? 89 kostet es. Gut, aber mein Preis ist ja auch von 2004 oder 5 oder so. Ja, 2020, 15 Jahre später. In 15 Jahren darf auch ein Spiel teurer werden aus Holz. Da ist allein das Material Holz teurer geworden. Ne? Das ist ich finde das jetzt nicht. Es hört sich immer viel an, wenn man das denkt. Aber so. Den darf ich noch spielen, ich will es mir nur merken. So mache ich das eigentlich immer, wenn ich spiele. So, jetzt muss er nur rein. Sieht so aus, als könnte Andreas zielen.
Und vor allem, er hat es auch noch vorher gesagt. Mit Ankündigung. Willst du mit Ankündigung sein? Ne? Ja, es klappt ja nicht immer. Aber ja, oh. Oh. Wenn du hier und hier schaffst, dann gibt es extra Punkte. 3 Stück. Und wenn da und da? Ja, auch. Ja, siehst du? Wenn er sich gedreht hätte, gäbe es sogar nochmal 2 extra. Ja, wenn er nicht gedreht hätte. Die Banner baut aufs Cross, so wie es aussieht. Ja. Ich baue gerade auf gar kein Muster. Es ist dann noch eine viel Gewinnkomponente, was so drin. Also schön ist halt auch, dass die Steine, dass die Steine liegen bleiben, drin. Ist halt auch fies. Ne? Weil die nerven dich so ein bisschen. Und du darfst ja nicht komplett rausschnicken. Zum Beispiel bei Krokinol, dem Zweier, willst du ja mal so komplett rausschnicken. Ne? Das ist wieder eine andere Geschichte. Ich finde, jedes Schnickspiel hat so seinen Reiz. Ich habe oben auch Schnickspiel aus welchem Land war das? Mit Buchstaben, da musste Wörter und sowas bauen. Aber hat es vorher nicht angekündigt, ist nur ein Einzelspiel. Sagt euch das Spiel SpaceX was? Ein Schnickspiel, das starke Anleihen an Billard hat. Nein. Ach, schreibt doch sowas in den Chat, jetzt muss der Andi was kaufen. Mir fehlt ja noch ein Billiardär mit den Luftsäcken. Ja, das fehlt mir noch. SpaceX 2016 von Joao Hee-Jong-Yu. Oh Gott, das war ja scheiße. 2 waren das jetzt. Oh nein! Ja. Ich wollte eigentlich das zumachen, aber ja. Nee, Sache, da ist eine 4 Gewinnkomponente bei. Kenne ich so nicht. Allerdings habe ich ein sehr krasses Billard-ähnliches Spiel. Ich muss nur gerade überlegen, wie es heißt. Ich weiß nicht, ob die Berners weiß. Das war auch relativ teuer. Das war von diesem Fensterrahmenbauer. Billard-ähnlich. Blauer Plan, weißer Rahmen. Gucke ich gleich. Ein blauer Plan, weißer Rahmen. Ach ja, ich weiß. Pool-Billard? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Das Geile ist auch hier, ne, die Reihen, die das für mich extrem viel bringen. Wenn er sie mir nicht gönnt, kann er sie zumachen. Ansonsten bringen sie halt für mich viel Punkte. Ich guck grad mal, wie heißt denn das? Pool? Jago-Pool. Genau. Das haben wir, Sven. Jago-Pool. Ich tue hier mal einen Link hier reinpasten. Halt, einen habe ich noch. Ah, nee, muss ich runternehmen. Gibt es auch ein Video von uns. Das ist extrem Billard-ähnlich und sehr edel. Hat damals irgendwie auch 200 Euro oder sowas gekostet. Das ist das Billard-ähnlichste, was ich habe als Schnickspiel. Und hat mir auch extrem gut gefallen. Nein, die Frage ist, ob ich dann noch ein Billard-ähnliches brauche. Aber ich gucke mir das mal an. SpaceX lasse ich mal offen. BGG SpaceX, dann gucke ich mir das demnächst mal an und lese mir die Regeln durch, ob es anders ist als den Rest, den wir schon haben. Ja. Was ich auf jeden Fall brauche, ist dieses Luftding-Spiel, aber das kostet auch 400 bis 600 Euro. Und meine Frau hat am Anfang gesagt, wir haben vielleicht keinen Platz für große Holzspiele. Wir haben zum Glück einen ausgebauten Dachboden, da passen noch massig Holzspiele rein. Wirklich massig. Und Berner guckt halt gerade den Blick und sagt, wir haben auch einen Kamin. Nee, Berner hat nur gedacht, ohne Scheiß, wir haben da schon welche hochgeackert durch die Bodenluke. Die kriegen wir im Leben nicht wieder runter, weil das war so schlecht, die da hochzukriegen. Ja, go, cool. Müssen wir auch mal demnächst mal wieder spielen. Wir könnten mal ein Schnickspiel-Special machen. Ich habe knapp 20 oder so. Ja. Ja, den habe ich extra reingemacht, damit du dir hier den X nicht machst. Weil da kriegst du ja 3 Punkte. Ja, natürlich. Ja, siehst du, mach ich mal Schluss mit dir lustig. Aber hast du den hier gesehen? Ja, jetzt schon. Und ich habe gesehen, dass du mich ärgern wolltest, das merke ich mir. Ne? Ja. AC/DC, 1 Uhr morgens. 10 Lautstärke. Ah, nee, du hast keine Sonos-Box bei dir im Zimmer, verdammt. Alexa. Ah! Aber darf ich sofort? Ja. Leider ja. Nein! Ach, jetzt die Frage: Schaffe ich es genau da rein? Nein. Und du hast wieder rein. Was ist?
Ja, das ist fast schon Billard Space. X spielt man mit Scheiben und auch mit mehr als zwei Spielern. Leider nur ein Plastikbrett. Plastikbretter mag ich wiederum nicht ganz so gut. Aber ja, ich gucke es mir an. Also wir haben von Essen auch noch das eine Schnickspiel. Irgendwas auf Face. Irgendwas auf Face liegt doch da mit den Göttern. Das haben wir auch noch. Hast du gesehen? Oh. Das ist auch die Spielschmiede jetzt, glaube ich, als deutsches Projekt. Was Flick of Fate oder so. Flick of Fate, ja. Das haben, haben wir noch nicht gespielt, da haben wir das englische Spiel in Essen mitgenommen. Sehr lustige Geschichte, wie du an dieses Spiel gekommen bist. Das ist der absolute Hammer, ja. Soll ich dir erzählen? Ach, da ist ja auch noch eine Gefahr. Da waren wir in Essen und haben uns beim Verlag vorgestellt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der von Flick of Fate hieß. Und ich mag ja Schnickspiele. Und wir hatten zwischendurch da mal Zeit. Und ich hatte es auf meiner Liste, das wollte ich mir angucken. Waren es nicht irgendwie Russen oder so? Oder Polen? Ja, irgend sowas. Und dann bin ich zum Verlag gegangen, habe gemeint, ob sie nicht Interesse hätten, dass wir ein Spiel vorstellen. Ich mag eh sehr gerne Schnickspiele. Oh, wieso denn immer auf mich, mit immer auf Matthias? Was? Ich wollte eigentlich gar nicht dahin. Ich wollte schon in die Richtung. Aber wieso denn auf dich? Das macht nichts. Ne? Bin da keine alle meine Kombis kaputt. Hm. Mist. Die Füße von SpaceX sollten mit Filzkleidern geklebt werden, sonst kratzt es auf den Tisch, okay? Ich bin gerade zu konzentriert, die Geschichte zu erzählen. Ich erzähle sie demnächst mal. Weil ich werde hier gerade gedisst. Meine Muster werden gedisst. Warum ist das eigentlich kein Muster? Das sind doch auch vier. So, sehr schön. War da nicht sogar, war da du nicht bist. Eine Regel, dass wenn man sich selbst rausschnickt, muss man einen Stein wieder rausnehmen? Ja. Ich glaube, das hatte ich auch noch als Regel. Das aber gab's. Das hatten wir, glaube ich, nicht. Es hat sich bisher noch keiner selber rausgeschnitten. Okay, guck, das müssen wir nochmal nachgucken. Ich glaube, die Strafe gab es bei extremen Spielern oder so. Aber wenn es noch nicht passiert, ist es auch irrelevant. Schießt ein Spieler den Stein eines Gegners, dann geht das Spiel nochmal weiter. Schießt ein Spieler einen eigenen Stein vom Brett, bedeutet, wie es steht, Ende seines Zuges, er sammelt den Stein wieder auf, der nächste ist an der Reihe. Aber wir haben uns noch nicht ausgeschossen. Das steht hinten bei Expertenregeln. Ah, Experte. Der Andreas mag Schnickspiele. Oh ja. Da schieße ich ihn rein, das ist ja das Problem. Ich liebe Schnickspiele und ich habe davon sehr viele. Und ich sammle sie ein bisschen. Hier, mehr Risiko. Schießt ein Spieler die Scheibe eines Gegners ganz vom Brett, darf dieser vom Brett geflogen direkt in eine leere Vertiefung seiner Wahl ablegen. Schießt ein Spieler seinen eigenen Stein vom Brett, muss er zur Strafe eine seiner bereits einfach. Ja. Also das ist mehr Risikoregel unter Experte. Ja. Dann musst du, wenn ich sie rausschnicke, darf sie einfach einsetzen und wenn ich mich rausschnicke, muss ich einen wieder entfernen. Hast du gehört? Das ist so einfach. Jetzt ist der seltene Fall, den wir noch nicht erklärt haben. Ich will jetzt einspielen. Es sind aber Scheiben auf dem Brett. Ich muss die also runternehmen. Fakt ist, ich muss nicht alle drei runternehmen. Ich kann eine runternehmen und sie wieder einschnicken. Mhm. Was ja Sinn macht, damit ich vielleicht noch eine zweite anstoßen kann. Ne? So. Du hättest jetzt aber nicht nochmal die gleiche runternehmen dürfen. Ne? Ich glaube nicht. Weiß ich oder nicht. Ich muss ich vielleicht sogar alle runternehmen. Es war jetzt, ich nehme jetzt einfach mal alle runter. Dann hättest du noch einen dritten. Du hast jetzt noch einen. Ja, ich habe noch einen Kuchen nach. Es kann sogar sein, dass ich alle runternehmen muss. Ich gucke gleich nochmal nach. Der wäre noch cooler, aber da komme ich nie im Leben hin. Ihr seht, es steht da so im Weg. Ich kann es ja versuchen. Vor allem mit Bande. Oh, mit Bande kannst du spielen, aber das, da fehlt nicht viel. So, ich gucke jetzt nochmal nach. Nicht den Ego runternehmen. Liegen irgendwann vier Scheiben, besitzt ein Spieler am Ende weniger als vier, räumt er seine Scheiben immer dann ab. Oh nee, man räumt tatsächlich alle ab. Habe ich falsch erklärt. I'm very sorry. Länger schon nicht mehr gespielt. Ja, ich hätte alle drei abräumen müssen, aber zum Glück habe ich auch immer nur, ich habe die anderen gar nicht anstecken wollen. Das heißt, ich muss jetzt, die darf ich einspielen, danach muss ich alle runternehmen. Zwei, das gibt's doch nicht. Klar gibt's das, siehst du doch. So. Eins. Runter, runter. Psst. Hilft dir auch nicht. Zu fest. Zählt das schon in meinem Bereich? Nee. Wenn es berührt? Ja, berührt. Dann ja.
Okay. Gut. Jetzt macht das Ding zu. Wieso, Yellow Geek Bear, magst du auch Schnickspiele? Ich finde es auch mal cool, toll, dass es das Wort Schnicken und Schnippen gibt. Ich kenne es unter Schnickspiele, andere kennen es unter Schnippspiele. Sogar noch einen umgedreht. So, Wertung, Runde 1, Testrunde war das. Nein, das war die letzte Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist eine Viererreihe, 10, 14, 18, zwei mehr, weil andere Seite, 20, das sind zusammen 10, 30, zwei mehr, 32 und ein mehr, weil Viererreihe, 33. Was? 32 und drei mehr, hast du gesagt, oder nicht? Ach, nee, das ist nur ein. Dann 33. Ja. Blau. 1, 3, plus 6, 9, 2 mehr, 11, 15, 20. Was? Ach ja. Ja, 20. 20 ja. Zu 33 und dann rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 6, 16, 17, 18, weil andere Seite. 22. 22 und 3. 25. Genau. Das ist cool. Push. Das ist richtig cool. Sehr cooles Spiel. Kann man halt bis zu 4 Personen spielen. Wenn du es zu viert spielst, wie gesagt, zählen die Punkte zusammen. Teamvariante, ne, gegenüber. Müssen sie aber nicht. Der Yellow Geek Bear hat noch keins gefunden, was sich umgehauen hat. Spiel mal Kosakenschubsen. Haben wir hier ein Live-Let's Play gemacht. Allerdings kann man das nicht mehr kaufen. Das ist der. Musste morgen auf dem Kanal zu finden sein. Wir haben gesehen, die Videos sind immer einen Tag später irgendwann da. Irgendwie so, ja. Du musst aber zu viert keine Teamvariante spielen. Nein, kann man. Es gibt, wie viele Schnickspiele kennst du denn als Teamvariante? Das ist eins der wenigen, die ich kenne. Tatsächlich. Weil ich gerade. Und das Schnickspiel, was wie ein Dungeon Crawler, ist natürlich auch cool. Das bei Flick'em Up natürlich Team. Dungeon Fighter. Nee, nicht Dungeon Fighter. Dungeon Fighter ist mit Dings, ja, sondern. Ich weiß, ist ja auch. Ich meinte das, was dann später. Dungeon Fighter ist das, wo du hier von der Nase runter. Ja, die Würfel. Und auch, ja. Keine Ahnung, wie, nicht noch eine Runde? Das kommt neu raus bei Heidelberger, glaube ich. Damit du nochmal gewinnst. Nee, jetzt noch mit der Hardcore-Regel. Nein, keine Hardcore-Regel. Meinetwegen nochmal eine normale Runde, aber die Hardcore-Regel bestimmt nicht. Scheiße. In dem Blick eben habe ich total Ayana erkannt. Nein. Was hat korrigiert? Nein. Die Ayana war so süß. Wir haben gestern und heute das erste Mal mit ihr Kinderspiele ab 4 gespielt. Wirklich ab 4. Und der Matthias war das erste Mal dabei, dass sie gespielt hat. Und sie hat sie sofort verstanden, was erstmal sehr gut ist, weil sie ist ja erst 2,5, aber sie hat halt Papa-Gene und will Spiele spielen. Und das war total süß. Wir hatten irgend so ein Spiel gespielt, wo... Ach genau, wir haben Zicke-Zacke-Igel-Kacke gespielt. Und dann hatten wir die Situation, dass einer sie übersprungen hat und ihr den Stachel weggenommen hat. Nicht der Stachel, das Obst. Das Obst. Und dann guckt sie ganz betrübt, nein, und steigt auf den Tisch, geht zu ihrem Igel und nimmt mir meinen Stachel wieder weg, der sie übersprungen hat, und setzt es wieder ihrem Igel an. Mein! Hat sie danach aber verstanden, dass das zum Spiel gehört, hat ein bisschen gedauert, aber es war einfach süß. Da, ich fange nicht an. Ja, dann fängt jetzt der Matthias an damit. Du kannst meine ganzen Fünfer klauen. Du musst einfach nur klack, 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 klack. Aber bringt für dich nur einen. Wenn er alle klaut, bringt es auch noch Minuspunkte. Ja. Richtig, das ist aber cool. Ja, kannst du machen. Nicht mehr zu kaufen, ich kaufe eine Laubsäge. Ja, genau, habe ich auch im Video gesagt, kann man selbst machen. Das war ja ein Mist. Da brauchst du mal ein bisschen mehr als eine Laubsäge. Aber grundsätzlich nicht viel mehr. Das war ja auch was. Was machst denn du da? Der kommt runter. Die keiner mag das Spiel. Oh, Expertenregel. Nein, keine Expertenregel. Du wolltest doch nicht mit Expertenregel spielen. Das ist doch nicht die Expertenregel. Das ist die Expertenregel. Nein, das hat er doch vorhin vorgelesen. Das ist nur normal. Expertenregel. Nein, du nimmst den. Nein, wenn er runter ist. Nein, das ist die Expertenregel. Glaub mir. Die normale ist, dass ein anderer wieder reinschnicken darf. Expertenregel ist, wenn du rausziehst, nimmst du einen raus und wenn du einen anderen. Du sammelst nur den Stein wieder auf und der nächste ist an der Reihe. Wenn das beim ersten passiert, ist dein Zug zu Ende. Du wolltest nicht mit Experten spielen, dann mach's auch nicht. So, ich dachte, die Expertenregel ist noch die andere, die du vorhin erzählt hast. Welche? Du hast doch irgendwas erzählt, von wegen, darf ein anderer einen reinplatzieren. Ja, das ist, wenn ich dich rausschnicke, dann darfst du einfach reinsetzen. Ja. Das gehört auch noch dazu. Ist ja noch fieser. Ja. Ihr ist beides fies. Machen.
die Pity Points. Wer nicht? Du nicht. Oh, der das waren schon drei. Du hast der ist gut. Der muss nur von hier. Dann hauen wir da jetzt wieder raus. Genau, Yellow Geek Bear, dann wie gesagt, guck dir mal Kosakenschubsen an. Nein. Im letzten Teil erkläre ich, wie man es theoretischweise bauen könnte. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob es dir gefällt. Aber ich fand es ein absolut. Du hast aber wenn dir das hier auch nicht gefällt. Ja, ich hätte vier gehabt, ne? Ich musste ja, die erstellen. Egal. Dann bist du das vielleicht auch einfach nicht schnickspielaffin. Das kann natürlich wunderbar sein. Nicht eins. Gewollt, aber Zwei. Nicht so rum. Der war doch schön fast mit der Luft. Ja, deswegen habe ich ihn ja zwei. Deswegen habe ich ihn ja raus. Akro-Schnicker. Drei. Die neue Disziplin. Boxen und Schnicken gleichzeitig. Ja. Oh Mann. War nicht so geplant. Der zählt nicht als drin. Einen habe ich. Dann nutzen wir den doch hier mal. Oh. 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 Oh oh. Oh oh. Doch, das sieht nett aus. Das hier oder das Kosak? Das hier gibt es zu kaufen. Halt, wo wäre ich? Echt? Ich weiß. Ich ziele nur schon mal. Du zielst schon mal. Macht dich ein bisschen nervös. Steffenspiele.de. Schönen Gruß von Klicken Abend. So. Zwei. Achso. Drei. Ja, den Matthias seine Reihe dazu gemacht. Damit da gar nicht gleich erst was kommen kann. Sehr gut. Kämpft euch selbst. Ja, genau. Lass den Andi in Ruhe, der Spezialspieler. Nein, nein, den bekämpfe ich auch gleich noch. Wieso? Oh. Ich mach doch gar nichts. Schnick doch nur ein paar Steine. Jeder nur einen Stein. Also will die Berner auch eine faire Reihe. Warum sollte sie das wollen? Warte, ich weiß, mein erster. Weil sie eine geheime, fiese Sau ist. Sie sagt's nicht und macht's einfach und sagt aber, ich ärgere euch alle. Nein! Du musst runternehmen. Hey, du hast falsch schon runternehmen müssen. Den da auch. Und runternehmen. Und das ist Mitternacht, 6 nach Mitternacht. Die letzte Partie heute. Ja. Oh. Aber ich sehe schon vor mir ein Schnickspiel-Special. 3 Tage, Matthias und Smooker spielen sie alle. Die Schnickmeisterschaft. Die Schnick. Und dann brauchen wir extra Massage für den Zeigefinger. Tatsächlich, Karomba ist eins der wenigen, die ich zwar habe, aber die ging nicht so ganz an mich ran, weil Karomba finde ich sacke schwer. Die musste ja auch noch auch richtig Speed hauen. Und ich finde, das tut nahezu weh in den Fingern. Das ist eins der wenigen, die ich nicht ganz so mag, obwohl es echt ein Klassiker ist. Und ja auch sehr Billard-like. Krokinol ist super. Da haben wir auch ein Brett, allerdings noch kein so teures mit bemalten Klickenarmen drauf oder unserem Wappen. Das wäre natürlich auch der Hammer. Es gibt ja extra eine Firma, die damit wirbt. Ja, sehe ich auch so. Aber ich will auch. Ich will auch. Aber da kosten die Bretter dann auch halt 400, 500 Euro. Den wollte ich nun gar nicht. Na, gar nicht kann man jetzt nicht sagen. Man muss nicht immer nur gegen den Andi spielen. Der macht hier schon nur 1er, 2er Punkte. Das ist nicht viel. Ich muss mich eigentlich auf die 5er konzentrieren. Weißt du, wegen 3 Extrapunkten, wenn er es schafft. Wegen 3 Extrapunkten. Und das. Ah, das ist doch. Man gönnt mir nichts.
Apropos nicht gönnen. Mir ist auch aufgefallen. Ich habe nur gerade gedacht, ich mache jetzt erstmal mein Ding da. Oh! Wenn ihr mich so aktiv angreift. Das Fiese ist auch bei dem Spiel natürlich, es ändert sich das Schnickverhalten leicht, wenn hier Steine drin sind. Oh, das ist jetzt ja schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange gesehen. Runternehmen. Nein. Jetzt sind wir natürlich dazu gefordert, wenn er einen roten Stein da hat, den so zu schnicken, dass er hier landet. Warte, ich hab noch einen. Ist der Matthias eigentlich? Doch, das läuft aber gerade nicht gut. Oh, da will ich nicht rein. Runter. Ich will das ist reserviert für Matthias. Da steht sein Name drauf. Hörst du auf, meine Fünfer wegzunehmen? Und er hat noch einen Vierer, die. Natürlich einen Vierer. Natürlich einen Vierer. Er hat noch eine andere. Viererchance, ja. Die sogar sehr einfach zu machen ist. Ja. Einfach die Einser dicht hast. Ne? Auch ja. Ich glaube, die Runde geht an Matthias. Und noch ein Kreuz obendrein. Und noch ein Kreuz. Was solltest du tun? Oh. Jetzt ist er warm gespielt, der Kieler. Ab Mitternacht geht's ab bei ihm, die Lutz. Anni, du legst dich das mit dem Schnickmeisterschaft-Nummer. Also, der Matthias hat seine Hochsaison zwischen Mitternacht und 2:30. Ein, wie du bist. Ja. Und bei Kinderspielen. Wir spielen gleich noch ein Anno. Ach du Sack, echt. Das ist unglaublich. Da will ich auf jeden Fall nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Sehr cool übrigens auch das Nicht-Schnickspiel Coolball, was man nirgendwo mehr kriegt. Haben wir auch mal ein Video gedreht. Muss ich beim letzten Wurf, wenn ich beide habe, auch wieder runternehmen. Das ist auch der Hammer. Total einfach, aber einfach nur gut. Kann man auch gut nachbauen wahrscheinlich. Muss ich, wenn ich beim dritten die beiden so drauf habe, dann schon runternehmen oder erst beim nächsten Mal? Wenn alle drauf sind, musst du runternehmen. Drei. Ich glaube, ich habe noch weniger Punkte als beim letzten Mal. Oh. Napf. So. Jetzt muss ich ja da drauf zielen. Ist das so, dass du den. Warte mal, ich weiß nicht, ob du ihn sofort runternimmst. Achso. Das habe ich dich eben gefragt. Ja, ich weiß. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich guck. Weil dann kannst du ihn auch nicht reinschießen. Na, warte. Ja. Ist so, nimmst du runter. Eins. Leider, verdammt, dann kann man auch nicht reinschießen, ja. Zwei. Na gut, dann nehmen wir die halt weg. Drei. Dann nehme ich ihn dir halt weg. Kriegst du auch kein Muster, aber ich nehme ihn dir weg. Komm, was soll's. Zu fest? Noch nicht. Und es wird gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah. Babam. Mal unterboten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus 5. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 30, 33. 34, 35. Wo? Was? Den Bonus hier fürs Loch hast du noch vergessen. Hab ich vergessen? Ja. Glaub. Hab ich mehr Punkte gemacht als du in der letzten Runde? Ich kam ja nicht dazu. Ich meine, du hast ihn vergessen. Ich glaube auch, dass du ihn vergessen hast. Genau. Das ist Push, meine Damen und Herren. Steffen-Spiele jetzt wieder zu haben. Kostet 89 Euro. Wir haben es seit Ewigkeiten. Die Review ging online. Lass mich gucken. Ist nicht mehr online. Doch. Ist noch in Schwarz-Weiß. Hatte mich damals total begeistert. Steffen Spiele. Ich weiß gar nicht, wann das Video online... 2010 haben wir es gereviewt, so wie es aussieht.
2010. Im letzten Jahr. Hat 9 von 10 Punkten bei uns bekommen. Weil? Weiß nicht. Warum nicht 10? Push reiht sich mit Spielen wie Kokinole und Karom in die Nische der großen Geschicklichkeitsspiele. Weil Black Elephant eine 10 hat, aber das ist kein Spiel. Der Preis ist vollkommen gerechtfertigt. Viel Lachen und Schubsgefühl. Ja, weiß nicht, man hätte. Mein Gott, 9 von 10 ist ja schon fast volle Punktzahl. Vielleicht hätte man es etwas schöner noch gestalten können. Keine Ahnung. Geizt ganz gern seine Punkte. Ja, man darf nicht immer die höchsten Noten vergeben. Also man muss doch nicht sagen. Also Noten sind immer schwierig. Man muss nicht immer 10 geben, aber was ist wenn denn FTW, Matthias? Was ist denn FTW, Sven? Ja. FTW. Matthias FTW. For the win. Fuck the world. No, for the win. Hallo? For the win. Achso, ja, win. Stimmt. Ja. Man muss nicht immer die Höchstnote vergeben? Man muss immer die Höchstnote vergeben. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, nur weil du einem eine 10 gibst und eine andere 10, muss das nicht vergleichbar sein. Nee, ist ja auch schwierig, Spiele zu vergleichen. Ich kann natürlich für so ein Spiel eine 10 geben und kann für so ein Spiel eine 10 geben und es hat nichts miteinander zu tun. Nee, gar nicht. Und wir haben ja tatsächlich bei den Tests ja dann stehen, ich gucke gerade mal, da hatten wir ja mal eine Kategorie drunter geschrieben, weil das so schwer greifbar ist und garantiert ganz viele Spiele eben immer über 5 sein müssen, weil 5 Standard ist und das haben viele nicht verstanden. Da haben wir eingeführt, runter zu erklären, was es heißt. 1-2, ungenügend. 3 mangelhaft, 4 nicht lohnenswert, 5 Durchschnittsspiel. Und damit meinen wir ein Durchschnittsspiel. Das heißt, wenn ich eine 5 vergebe, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Es ist durchschnittlich gut. Das können Leute gut finden. Ich finde es insgesamt, aus meiner Meinung gesehen, komplett okay. Ich würde es mitspielen. 6-7 reizvoll ist schon überdurchschnittlich. Ja. Da soll also weniger vergeben werden. 8 sehr gut. 9 besonders lohnenswert. Und 10 haben wir dann absolutes Topspiel. Aber das sind natürlich auch gefühlte Noten. Noten sind, also die haben ja einen Lehrer am Tisch. Noten sind gefühlt. Sie hat natürlich eine Messlatte bei Klausuren und kannst Mathematik machen, aber Noten sind trotzdem so ein bisschen. Wie willst du denn bewerten, ob ein Schüler eine 2 oder 2 plus mit sich hat? Fangen wir die Diskussion nicht an. Natürlich total. Ja, ja, ja. Aber bei Kulturobjekten und Filmen und Spielen ist das und Büchern natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ich kann aber trotzdem sagen, eins der absoluten. Nee, ich darf jetzt nicht sagen, Top-Spiele. Es ist gigantisch gut. Seit wir es haben, haben wir es sehr, sehr, sehr oft gespielt, die Teamvariante oft gespielt. Und ich packe es immer wieder gerne aus. Schönes Spiel. Und die Herausforderung zur Schnickmeisterschaft, die von Andi, die steht. Da brauchen wir ein paar Tage, wenn wir alle Schnickspiele durchspielen wollen. Das sind ein paar. Ja, das müssen wir irgendwann mal machen. Sehr gut. Bin ich dabei. Sehr gut, ich glaube, was leider liegt die Wertung bei VG eher bei 7 für ein Durchschnittsspiel. Ja, ich weiß, genau diese Diskussion haben wir dann geführt. Es gibt Blogs, die werten von 1 bis 6, es gibt Blogs, die werten von 1 bis 10. Bei BGG ist das Durchschnittsspiel bei 7, warum auch immer. Weil ich habe dann gesagt, warum ist denn das Durchschnittsspiel nicht bei 5? Wenn ich eine Wertung weil 1 bis 10 habe. Kannst du es nicht ein bisschen mit dieser Normalverteilungskurve verteilen? Also es ist ja immer nicht mittig. Also du bist ja eher zum Noten erstellen. Ne, durch diese gaussische Normalverteilung. Lehrer nutzen doch eh ein W6 für Noten. Ja, natürlich. Nee, sie haben manchmal auch ein W100 und addieren es dann, egal. Ich verstehe halt nicht, rein menschlich für mich, ich mach das mit B-Prozent. Wenn ich die Note habe 1 bis 10, dann ist halt das Durchschnitt bei mir halt die 5. Ich weiß, dass es bei BG nicht so ist. Ja, Normalverteilungskurven, die gehen immer ein bisschen besser als der Durchschnitt von außen. Ja, aber wenn 7 schon das Durchschnittsspiel ist, dann hast du ja nicht mehr viel nach oben. Ja, das Problem, was ist denn dann eine 1? Ja, das Problem, was du bei BGG aber auch hast, hier ist es einer, der für sich nur, ist es nicht. Hier ist für einer, du musst bei BGG aber auch noch die Masse mit einbeziehen, die einfach sagt, da gibt jemand für mein Spiel, da gebe ich einen 9, wofür ich eine 9 gegeben habe, da gibt ein anderer eine 2. Dann kommt ein Kumpel und sagt, ja, dann mache ich da auch eine 8 oder eine 9 draus. Und dann hast du nachher eine Durchschnittsnote. Genau. Das haben wir bei uns natürlich nicht. Wir haben aber bei uns tatsächlich das Feature, wenn der Matthias was schreibt oder ich was schreibe oder die Berner was schreibt. Ich persönlich kann andere Punkte. Genau, und der Matthias eine andere Note vergibt, dann stehen zwar beide Noten exakt da im Test, aber allerdings in der Übersicht addiert er beide und teilt sie durch 2. Das heißt, wenn ich eine 10 vergebe oder Matthias eine 5, dann kriegt es halt nur eine 7. Ja, in der Übersicht. 5. Ich glaube, 0,5 weiß ich gar nicht. So wäre es bei VGG natürlich auch. Wird das dann auf- oder abgerundet? Das weiß aber ich nicht. Aber du musst bei VGG eben bedenken, gerade bei den Stigmeier-Spielen ist das ja immer so ein Thema, dass viele Leute das immer dann sehr hochhypen und andere das dann bewusst runter
voten. Deswegen finde ich es viel, viel wichtiger als die Note. Wir haben ja irgendwann mal aufgehört, dann Strategie und sowas zu bewerten, sondern einfach nur eine Meinung in ein Kästchen zu packen und nur noch eine Note zu vergeben und nicht eine Note für Geschick, eine Note für Qualität, eine Note für Preis, sondern nur noch eine. Und ich finde es viel, viel wichtiger inzwischen Zeit, dass im Fazitabschnitt eigentlich steht, was hat dir denn wirklich gefallen? Und mehr das Spielgefühl auch vermittelt wird. Das ist tatsächlich eigentlich das Wichtige. Und hier ist alles richtig. Viel besser geht's nicht. Ein bisschen besser vielleicht schon. Und sehe Black Elephant. Ich wüsste nicht, wie es besser geht. So. Gut. Schönes Schlusswort. Ja, wir haben jetzt auch eine Erklärung online gestellt, was unsere Noten bedeuten. Ja, siehst du? Weil die Leute manchmal anders denken. Verstehen sie nicht. Man könnte uns haben sie auch gesagt, wenn 5 und 6 heißt, wir kaufen es dann nicht. Nee, das heißt es nicht. Nicht bei uns. Ja. Man kann es auch ohne machen, aber viele wollen es eben auch. Viele wollen sich daran orientieren. Ja, ja, verstehe ich ja auch. Verstehe ich komplett. Genau. Das waren heute mal 2 Oldies dabei. 2? Oldies, but Goldies. Also sowieso. Und wir haben ältere Spiele auch gespielt. Nein. Push, Black Elephant haben wir heute gespielt. Ghibellino. Ghibellino war auch schon, naja, nicht in Oldie. Haben wir noch ein altes gespielt. Oh, Kosakenschubs. Kosaken. Genau. Theoretisch könnten wir sowas öfter mal machen, aber wir wollen ja eigentlich die Neuheiten vorstellen. So Spiele kann man natürlich immer auf den Tisch packen, weil sie so schnell erklärt sind und man nur ganz kurz in die Regeln reingucken muss, weil man kennt es ja noch. Demnächst in den Streams, wenn es dann welche gibt, und spielen zur Messe eher die Neuheiten. Danach dann vielleicht auch eher mal wieder die anderen. Und wenn der Matthias öfter mal zu Gast ist, dann packen wir immer wieder einen Klassiker rein. Vielleicht auch mal einen schlechten Klassiker. Damit er das und vorher erzählen sie, das ist das Megaspiel. Oh ja. Da habe ich schon ein paar Ideen. Oder ich habe auch Ideen. Ja, und ich habe Angst. Super. Wir danken euch fürs Live-Zugucken. War wie immer eine Freude. Wir machen jetzt dann hier gleich den Stream zu. Und sehen euch morgen. Dann streamen wir noch Bonanza. So. Da müssen wir mal gucken, das ist ja der Montag, mal gucken, ob wir vormittags da so viele sehen. Vielleicht, wirklich. Aber wir streamen es trotzdem. Ja. Und machen dann das Amigo-Special zusammen und vielleicht spielen wir sogar noch ein Schmidt-Spiel. Ligretto mag die Berner garantiert, das Brettspiel zum Beispiel. Oder wir spielen vielleicht noch einen Quacksalber, mal gucken. Wir schauen mal, wie wir landen. Ligretto fand ich dann. Quacksalber, die neue Erweiterung ist nämlich auch da. Ja. Alright, dann bis demnächst. Ciao. 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 Da muss ich den Stream jetzt noch 20 Sekunden auflassen, sonst ist es nicht ein Video. Vielen Dank für die Unterhaltung und gute Nacht. Gute Nacht. Das Wort des Tages. Oh, oh, oh. Wo ist mein Stream? Sleepy Time. In 5 Stunden ist die Nacht dran.